dropping bass like a motherfucking atom bomb. Yo, was geht ab, Leute? Geht im Middleflow. Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen krassen, coolen Glitch. Und zwar zeige ich euch heute einen richtig krassen Glitch, Leute. Das ist eines der besten und geilsten Outfit-Glitches der letzten 3 bis 4 Monaten. Und zwar geht es in dem Glitch um dieses Beast-Outfit, könnt ihr jetzt speichern. Im Hintergrund könnt ihr das sehen, das ist mein Kollege S10PX. Auf jeden Fall richtig korrekt von ihm, aber dazu werde ich noch gleich kommen. So, mit diesem Glitch könnt ihr sehr vieles rausglitchen. Ihr könnt diesen Wolf-Outfit rausholen. Ihr könnt schon sehen, die Hände sind mit so einem Busch dran. Ich denke mal, das sollte jedem bewusst sein. Also das heißt, ihr seid Hälfte Wolf, Hälfte Mensch. Was ihr aber dazu benötigt ist, ihr braucht dieses Rennen für den Job in der Garage. Das könnt ihr dann für Xbox One und die PS4 machen, auf jeden Fall, Leute. Und ja, hier könnt ihr so nochmal sehen, wie das Ganze ausschaut. Da ist halt so ein Busch dran. Aber wenn ihr das Ganze dann gespeichert habt, Leute, geht ihr auf Spieleliste und erstellt eine Spieleliste. Dann fügt ihr diese Spieleliste hinzu, die wir zuvor markiert haben, die unten in der Beschreibung ist. So. Ihr geht dann auf markierte Jobs hinzufügen, Leute. Dann steht da irgendwie Apartment Test oder bei Xbox, weiß ich jetzt gerade nicht, wie das ist. Dann fügt ihr diesen hinzu und einen Rockstar erstellten Job fügt ihr hinzu. Und dann speichert ihr das Ganze, Leute. Also, wie gesagt, ihr macht den markierten Job hinzu, den ihr zuvor markiert habt. Das Apartment Test 2. Dann irgendeinen anderen Job, egal was, ob Rockstar erstellt oder nicht. Wenn ihr das dann gemacht habt, Leute, speichert ihr einfach diese Spieleliste. So, dieser Founder von diesem Glitch ist auf jeden Fall S10PX. Es ist mein französischer Homeboy. Ist auf jeden Fall richtig korrekt. Checkt ihn auf jeden Fall ab, Leute. Er hat es verdient, etwas Abos zu kriegen. Er hat diesen ganzen Glitch nämlich gefunden. So, wie gesagt, ihr habt jetzt die Spieleliste erstellt. Erstes ist Apartment Test 2. Zweite ist irgendein anderer Job. So, wenn ihr das dann gemacht habt, geht ihr auf meine Spielelisten und startet diese Spieleliste dann einfach. So, wenn das Ganze dann gestartet hat, Leute, kommt ein Rennen unter der Map, die dann in der Garage stattfindet. Ihr fahrt einfach unter die Map. Also, dann, wenn ihr rausgefahren seid, spawnt ihr irgendwo hier unten, fallt dann durch die Map, spawnt wieder oben an der Oberfläche. Wenn ihr dann hier seid, beendet ihr einfach das Rennen und wartet ihr, bis ihr in das andere Rennen geladen werdet. So, wenn ihr dann in dem anderen Rennen seid, Leute, geht ihr einfach aus diesem Rennen raus. So, jetzt könnt ihr sehen, dass ich eine Versus- oder einen Gegnermodus gestartet habe. So, ihr startet am besten dann die Schlitzer 1 Mission, das ist vom Halloween DLC. Und wenn ihr das Ganze dann gestartet habt, also das Schlitzer DLC, dann müsst ihr euch dieses Outfit aussuchen, das ihr dann später speichern wollt. Das ist das Beast Outfit, an den Händen ist halt so ein Busch, kann man normalerweise so nicht haben. Das sind halt Beast Hände, wie ihr vielleicht sehen könnt, aber ihr müsst euch das am besten selber anschauen. So, wenn ihr dann in dem Job seid, Leute, rennt ihr zu dem Kollegen oder zu irgendeinem Random und killt ihn dann einfach, so dass die Mission zu Ende geht. So, wenn ihr das Ganze dann beendet habt, wartet ihr ein bisschen, bis ihr abstimmen könnt, ob ihr positiv oder negativ werden wollt. Dann geht ihr ins PSN, geht auf Profil anzeigen und dann könnt ihr bei den letzten Aktivitäten sehen, dass da Spieleliste steht. Dann klickt ihr auf Spieleliste drauf, dann kommt ihr hierher, Leute. So. Es war jetzt etwas schnell, Leute, aber falls es unklar ist, checkt es einfach nochmal ab. Wenn ihr jetzt das bestätigt habt mit der Spieleliste, dann kommt eine sehr, sehr, sehr lange eine Ladezeit. Dann kommt so eine Fehlermeldung, ihr drückt bei dieser Fehlermeldung einfach Kreis. Das ist richtig wichtig, Leute. So, wenn ihr das dann gemacht habt, geht ihr einfach in euer Apartment und könnt das Outfit dann schon speichern.
So, ich sag's nochmal, Leute, wenn ihr das erste Rennen beendet habt, dann startet ihr Schlitzer 1 Mission und beendet diese. Wenn ihr dann da seid, wo man Daumen hoch oder runter machen kann, geht ihr auf euer Profil, alle Aktivitäten anzeigen und geht auf Starten. So, wenn ihr das Ganze dann gestartet habt, beziehungsweise auf Spieleliste geklickt habt bei den letzten Aktivitäten, wartet ihr einfach so lange, bis ihr in so eine schwarze Animation kommt. Wenn ihr dann in der schwarzen Animation seid, Leute, ist dann eine Frage, ob ihr X oder Kreis drücken wollt. Ihr drückt Kreis und dann geht ihr einfach in euer Apartment und speichert das ganze Outfit ab, Leute. Und ja, wie ich schon gesagt habe, diesen Glitch hat STMPX herausgefunden, Leute. Und falls das Video etwas unklar war, ich musste das jetzt sehr schnell machen, weil ich heute nicht so viel Zeit hatte, wäre es einfach richtig geil, wenn ihr ein Like da lassen würdet, ein Kommentar. Und wenn ihr es nicht verstanden habt, geht auf jeden Fall auf World's Finest Gamers Kanal und checkt am besten sein Video ab, weil das ist sein Gameplay-Material. Danke nochmal an ihn. Also dann, Leute, geht mit dem Flow. Euer Fraps.